Hallo, liebe Comic-Freunde, willkommen zur Präsentation eines weiteren europäischen Comic-Magazins. Das hier ist ein österreichisches Comic-Magazin aus den 70ern. Und ehrlich gesagt, ja, der Titel Stress, gut, es geht nur österreichischer, wenn man da irgendwie den Tod mit reinbringen würde. Aber ich finde Stress, also ich weiß nicht, was für Vorurteile ich gegenüber unseren lieben Nachbarn habe, aber irgendwie passt das zu einer gewissen so. Ja, netten Überspanntheit. Ich finde das gar nicht so verkehrt, die manche Österreicher so pflegen. Ja, Stress. Naja, aber auf jeden Fall, vermutlich ist das eher mehr so, ja, der Zeit geschuldet, 1978, dass man eben auf Kunst machen wollte und etwas ganz Besonderes schaffen wollte. Und hier auf der Rückseite, das sieht fast direkt aus, als ob Gottfried Hellnwein, ja, ist ja auch ein österreichischer, dieser österreichische Realist, der, ihr kennt sicherlich diese schreienden Gesichter und sowas, dieser realistische Maler hergestellt hat. Dieses Heft Nummer 2 ist vom September 1978. Ich habe ansonsten eigentlich nur das Heft Nummer 1, glaube ich, aus dem Ju Nee, des gleichen Jahres und Dezember und Heft Nummer 3 aus dem Dezember von 78 wirklich gesehen. Dann wird irgendwo noch Heft Nummer 5, habe ich einen Bezug gefunden. Und die Behauptung, dass die Heftreihe Stress erst 1984 eingestellt worden ist. Also das kommt mir ein bisschen spät vor. Ich habe irgendwie angenommen, das ist spätestens nach dem fünften Heft schon wieder beendet worden. Wie auch immer, amtlich verantwortlich scheint dieser Dr. Hans-Jörg Konnetschny zu sein, aus Wien natürlich. So, und dieses Heft ist wirklich in vielerlei Hinsicht nimmt das eine Sonderstellung hier bei meinen Heften ein, die ich euch jede Woche mal zeige. Am Anfang steht die Entmündigung. Das ist sozusagen die Dokumentation in Form eines Gesprächs, oder wir erfahren nur den Teil eines Gesprächs, aber es nimmt so nach und nach das Gestalt an, dass da jemand überprüft worden ist, ob er weiter entmündigt bleiben soll. Und das ist natürlich eine ernsthafte Entscheidung und die anhand relativ läppischer Fragen geklärt worden ist. Und anscheinend ist das zumindest, also entweder sind die Namen hier ausgetauscht oder man hat sogar die Namen beibehalten. Das ist auf jeden Fall sehr authentisch. Und macht auch den Anspruch sofort klar, dieses Heftes nämlich gesellschaftlich relevant zu sein. Und das ist natürlich sehr 70er. Ja. Ich habe sozusagen ein Manifest aus dem ersten Heft, das ich leider nicht in die Finger bekommen habe. Aber den Text habe ich aus dem Internet. Und da steht, Zitat, für die Auswahl der Geschichten ist nicht nur deren formal-ästhetische Qualität maßgebend. Ich würde mal sagen, die formal-ästhetische Qualität ist hier, naja, eher solala. Auf jeden Fall, naja, gut, das ist schon ein bisschen Avantgarde, aber naja. Also nicht nur die formal-ästhetische Qualität ist maßgebend, sondern auch ihre Funktion als Transportmittel für Ideen, für die Propaganda eines globalen Überlebens, für das Bewusstmachen und Infragestellen von Verhaltensweisen und sozialen Zuständen. Ja, also das wollten sie. Und das atmet dieses Heft auf ganz unterschiedliche Art und Weise, wie ihr sehen werdet. Das ist natürlich ziemlich viele Seiten, die für dieses Experiment hier um diesen entmündigten Menschen gehen. In den nächsten Ausgaben Computer Comics, Kindercomics, Fotocomics, Politcomics, historische Comics, Kunstbazar. Also sehr viel Manifest und sehr viel Ankündigung dabei. Ganz viel haben sie sich vorgenommen. So, zum Beispiel geht es hier um den Ölterror. Da sitzt jemand vor dem Fernseher, wie wir sehen. Und es geht, wie wir hier gleich erfahren, um das Anprangern der Verbindung von egoistischen, profitorientierten Ölinteressen und der verbrecherischen Zerstörung des menschlichen Lebensraums. Und das wird eben in diesen grauen Fotokopien, also diesem Fotocomic, hier transportiert und dann noch sozusagen so eine kleine Actiongeschichte uns angeboten, wobei es natürlich ein bisschen schwierig ist, mit diesen Mitteln uns wirklich
bei Laune zu halten, aber immerhin danken Sie für unsere Aufmerksamkeit. Dann gibt es einen Computercomic. Also, und wenn die sagen hier von Stress, dann machen sie uns auch Stress mit einem Computercomic. Und die Computer anno 1978, die haben eben, weiß nicht, das war halt die Form von Grafik, die man damals, mit der man damals schon Avantgarde war. Und so richtig herausgefunden, was das jetzt hier soll, weiß ich nicht, aber das zerfällt. Okay, und hier konnte man Stress bestellen. Kann man ja heute nochmal hinschicken und mal gucken, ob man was kriegt. Abebu, das geht mehr oder weniger um die Schlachtung dieses Lamms da. Also, Papier wird da nicht gespart, um eine Geschichte zu erzählen. Draußen bist du, ja, das ist wohl wahr. Und das ist, da denkt man, oha, endlich mal ein richtiger Comic. Nein, das ist eher so eine Art Reklame. Und hier eine Erinnerung, dass Michelangelo Buonarrotis Pietà im Petersdom in Rom natürlich die Vorlage für ganz unterschiedliche Art von Kunst sein kann. Dann haben wir diese Gegenüberstellung von, sagen wir mal, Kunstwerken, wobei ja der menschliche Hintern, das zumal das weibliche Gesäß, sind sicherlich schon häufiger Thema in verschiedenen Kunstwerken gewesen. Das finde ich jetzt nicht so sensationell, dass man so Ähnlichkeiten findet. Wir schlagen die Seite um und entdecken nochmal locker die wohl geschmackloseste Werbung ever. Also Avantgarde hin, Avantgarde her und Österreich war nie Teil des Deutschen Reiches, deswegen dürfen sie das eh machen, klar. Das ist die typische Hirnstromkurve bei einem Stressversuch. Ärger mit dem Chef und Arbeitslosigkeit. Naja, wie auch immer. Also nochmal Bezug zu ihrem eigenen Heft. Und hier doch tatsächlich ein richtiger Comic gezeichnet. So. Meine Ängste. Also, dass die Ängste zu dem Zeichner oder der Zeichnerin hier gehören. Ich weiß gar nicht, wer das gemacht hat. Schwer zu sagen. Doch, hier ein Jeff Bonivert von 1977 oder Bonivert. So, und ich brauche sie, meine Ängste. Ja, weil sie mich auch definieren in gewisser Weise. Dann hier, 70er Jahre at its best. Ideologie und Indoktrinierung des Comics. Also ein relativ harmloser Kindercomic, Maxels Abenteuer, der in irgendeiner Kinderzeitschrift erschienen ist, wird über die Jahre hier immer so ein paar Beispiele abgedruckt und dann kommentiert, was das denn bedeutet. Also wie hier zum Beispiel jetzt Stereotypen über Menschen anderer Kontinente oder Ausländer oder was weiß ich, wie die dargestellt sind, nicht so besonders gut, aber das ändert sich dann nachher und dann gibt es auch gute schwarze Charaktere oder und so weiter und so fort. Also eigentlich macht dieser Comic gar nicht so viel anders als andere Comic auch. Ist eben ein Comic seiner Zeit und als Comic selber sind diese Maxels Abenteuer relativ uninteressant und ich finde auch diese Interpretation relativ uninteressant, auch wenn natürlich diese Art und Weise jetzt über Geschichten moralisierend zu urteilen ja gerade wieder Hochkonjunktur hat. Dann kommt eine längere Passage über Wissenschaftler im Comic. Die ist noch ein bisschen seltsamer, weil da wird relativ random irgendwelche Wissenschaftler genommen, relativ ohne großartige Systematik, Bildbeispiele gebracht, vor allem aus italienischen Fumetti, vermutlich weil die so besonders krass sind. Man muss sich natürlich vor Augen führen, dass das lange vorm Internet ist und solche Bildersammlungen, die wir mit einer Google-Bildsuche relativ schnell haben, also alle möglichen irgendwie Bilder zu einem Thema, das gab es halt damals nicht. Und dann sind natürlich solche Seiten auch schon ein bisschen, wurden als interessanter rezipiert, nehme ich mal an, als sie jetzt mir erscheinen, nämlich relativ belanglos zusammengewürfelt, das Ganze.
Und um wirklich eine Aussage jetzt über Wissenschaftler im Comic zu treffen, ist das auch ein bisschen oberflächlich und marktschreierisch, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Aber das ändert jetzt nichts an der Sache, dass dieses Heft, dieses Gesamtpaket einfach mir schon doch große Freude bereitet hat. Einfach mal wirklich was ganz anderes. Und das war's auch schon. Nächstes Mal wird's, denke ich mal, wieder etwas Mainstreamigeres geben, was jetzt nicht schwierig ist, weil weiter ab vom Mainstream werde ich mich wohl kaum bewegen. Obwohl ich habe schon ein paar sehr seltsame Fanzines und Comichefte geordert. Mal sehen, wie viel ich euch davon zumuten kann. Wie auch immer, vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Bis zum nächsten Montag. Tschüss.